Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind jetzt erstmal auf dem Rückweg zu unserer Basis. Wobei, es wird gerade vom Wetter her, wird es gerade wieder besser. Ja, es wird so langsam morgen. Wir sind fleißig am Metall einschmelzen, haben mittlerweile einiges aus Metall selbst sogar zusammen. Also Axt, Spitzhacke und so weiter. Haben 3.19 Uhr. Heißt letztendlich, wir werden jetzt hier... ja, noch den ein oder anderen Ressourcenstein mitnehmen. Und ich muss mich jetzt dann mal so langsam auf die Suche nach was zu essen machen. Heißt, wir werden das ein oder andere Häuschen auf jeden Fall looten gehen. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen in unserer Straße einfach mal an. War, das können wir auch nachts tun. War ich hier drin schon? Ja, hier war ich schon. Da waren letztendlich nur noch die Geheimverstecke übrig. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ja, hier rein. Schauen wir mal, was wir hier finden werden. Wir haben momentan noch 3.31 Uhr, das heißt, die Zombies können noch rennen. Wir hoffen einfach mal, dass wir die Zombies vorher erwischen, bevor sie uns erwischen. Mit ein bisschen Vorsicht, wenn man walten lässt, sollte das eigentlich ja machbar sein. Sollte man zumindest meinen. So. Zombie. 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 Ein Zombie. Wo sind die Zombies? So, Küche. Da ist einer. So, man sieht leider, ja, nach wie vor leider etwas wenig. Ich habe noch keinen Mining-Hammer gefunden. Ich hoffe, ich werde bald einen finden. Dann ist es für YouTube ein bisschen angenehmer. Sorry dafür. Oh. Sehr geil. Das haut das Wohlbefinden auch ordentlich nach oben. 106 bereits. Sehr genial. Das war gut. Vor allem, es macht mich auch komplett satt. Na, ganz toll. So, ja, wenn sie rennen, mit der Armbrust geht das Ganze relativ gut. Normalerweise ist es da wirklich ein Vorteil, wenn man dementsprechend eine Nahkampfwaffe hat. Denn die Zombies kommen auf einen zugerannt, man schlägt ihnen mit der Nahkampfwaffe auf den Kopf und das war's letztendlich. Aber ich bin halt nicht der Nahkampfwaffe-Fan, deswegen mit der Armbrust. Gott sei Dank habe ich eine. Wir sind erst an Tag 3, haben bereits eine Schmiede, haben bereits eine Armbrust fertig, haben bereits Metallwerkzeuge, also es läuft eigentlich boah, gar nicht so schlecht. Hatte schon schlechtere Starts. Wir sind zwar im Schneebiom gelandet, was letztendlich das Ganze ein bisschen schwieriger macht, weil wir, ja, wir müssen darauf achten, dass wir nicht erfrieren letztendlich. Und wir haben das Problem der Zombies, der Holzfäller-Zombies, die halt wirklich extrem nervig sind. Aber sonst eigentlich, ja, läuft. So, dann nehmen wir das Haus. Wir looten uns jetzt hier einmal durch die Häuser durch. In der Stadt, wo ich bin, die ist, glaube ich, nicht allzu riesig. Das heißt, wir werden uns irgendwann noch eine neue Stadt suchen müssen. Allerdings, ich hoffe natürlich, dass wir bis dorthin dann ein Minibike haben. So, einmal Kopf weg, bitte. So, und ich bräuchte noch ein bisschen bessere Klamotten, beziehungsweise ich bräuchte eigentlich Schuhe, wären ganz nett. 95er, da haben wir, glaube ich, einen besseren an. Der hat uns aber auf jeden Fall, den haben wir schon gefunden, in einer Villa. Der hat uns auf jeden Fall aus der Patsche geholfen. Denn teilweise ist es echt, ja, extrem krass, was für Temperaturen hier herrschen. Wir haben teilweise minus 23 Grad nämlich. So, wir looten erstmal die Küche. Irgendwo oben turnt noch einer rum, aber den ignorieren wir erstmal. Na, vielleicht finden wir noch so eine schöne Pastete, das wäre genial. Aber ich glaube eher nicht, das war ein Zufall. Die kommen nämlich doch eher selten vor. Na, hier ist auch schon wieder Respawn im Haus. Das liebe ich ja am meisten. So, Bolzen haben wir 160, Bolzen haben wir Gott sei Dank genug. Das heißt, ich muss mir zumindest darum keine Sorgen machen. Allerdings Respawn im Haus. Ich habe gedacht, die haben es mit der Alpha 16.4 endlich erledigt. Aber es ist leider nach wie vor nicht der Fall. Oh, eine Ranch. 106er Ranch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehme ich gerne. So, dann schauen wir einmal, was oben los ist. Wahrscheinlich recht viel. Ja, hier zum Beispiel.
So, die hier noch. So, Sandwich, ja, ist letztendlich nicht zum Essen geeignet, da es eine 60%ige Wahrscheinlichkeit hat auf Lebensmittelvergiftung. Jagdgewehr kennen wir schon, aber Schrotflinte. Das können wir zerlegen. Die Stahlpfeile behalten wir auf jeden Fall mal. Die sind nicht schlecht. Oh, Kleber. Kleber ist ganz wichtig. Wir schmeißen das Fleisch raus. Dann müssen wir erstmal zurück den Loot wegbringen. Oh, das Haus war jetzt nicht so verkehrt. Okay, dann einmal Loot wegbringen und dann die nächsten Häuser looten. Wobei, eigentlich Essen haben... Ja gut, wir sind auf 100. Wir haben diesmal relativ... Also minus 6 Grad. Gestern hat es minus 23 Grad gehabt. Das geht sogar. So, die Schmiede muss ich ausmachen. Nicht, dass wieder ein Schreierzombie kommt. Der ist sowieso im Moment leer. Genau, die ist leer gezogen. Können wir also ausmachen. So, wir packen erstmal alles, was wir haben. Packen wir erstmal hier rein. Und dann hauen wir erstmal noch den einen oder anderen Stein klein. Wir sind Level 7 im Moment. Was machen wir? Wir hauen erstmal ein bisschen auf die Steine noch weiter ein. Holz brauche ich auch noch einiges, aber wir machen erstmal Steine. Und zwar hier haben wir einiges an Ressourcensteinen liegen. Die werden wir erstmal klein machen. Ich brauche auf jeden Fall noch Metall. Wir sind 42% nass. Achso, es schneit. Ja, Schnee ist nicht so schön. Denn nass ist auch gleichzeitig wieder Kälte. Aber im Moment geht's eigentlich noch. Solange es nicht wieder minus 23 Grad hat, ist es noch okay. Gut, dann werden wir das Ganze verbinden. Und zwar, wir werden, da unsere Ausdauer jetzt weg ist, werden wir jetzt Gebäude looten, dann wieder rausgehen. Steine, Gebäude, Steine, Gebäude, Steine. Ihr wisst, worauf das Ganze rausläuft. In der Hoffnung, dass ich ein paar schöne Schuhe finde, die ich mir anziehen kann. Denn ich glaube, wir laufen noch barfuß rum. Naja, okay. Pflanzenschuhe. Wir laufen mehr oder weniger barfuß rum. Bei minus 23 Grad barfuß. Gibt's Schöneres? Ah, Militärstiefel. Die sind auf jeden Fall schöner. Sehr schön. Dann hat sich unser Stiefelproblem auch gelöst. Ah, eine Bandage. Und wir sind mittlerweile mit dem Leben wieder ganz gut gegangen. Wir waren am Anfang mal extrem tief. Ah, die ist freigeschalten. Okay. Was ich nehmen würde, wäre ein Minibike. Oh. Minibike oder Mining Helm. Mining Helm wäre mir sogar im Moment lieber, wenn man einfach bei YouTube mehr nachts sieht. Das ist von der Qualität her echt scheiße. So, ich höre irgendwo einen Zombie schreien, aber wir ignorieren ihn einfach mal und werden jetzt hier erstmal die Küche looten. So, Stühle, selbstverständlich nehmen wir die auch mit, denn... Na holla, wird wohl treffen. Denn dann spare ich mir das Ganze, dass ich mein schönes Holz, was ich mir von den Bäumen schlage, verfeuern muss. Da sind Stühle immer perfekt geeignet als Feuerholz. So, allerdings hier, naja. Gut, es ist ein zerstörtes Haus, da kriegt man sowieso nicht viel Loot raus. Und ein bisschen besser. Ein bisschen besser wäre doch schön gewesen. So, hier waren wir schon. Autos looten, ja, machen wir auch mal. Da habe ich letztendlich meine erste Ranch sogar gefunden. Das hier können wir nicht looten. Müll, was Müll angeht, auch selbstverständlich looten, denn im Müll finden wir Klebeband und Kleber am meisten. Wovon wir eine ganze Menge brauchen, gerade um uns eine neue Armbrust herzustellen und so weiter und so fort. So, Steinchen, solange wir Ausdauer haben, dann gehen wir direkt ins nächste Häuschen. Und dann haben wir eigentlich die Straße von uns eigentlich schon komplett gelootet. Und können dann schauen, wo wir als nächstes hingehen. So, den zerlegen wir noch komplett auf jeden Fall. Ich kann mir eigentlich nochmal ein paar Bolzen herstellen. Macht auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Schade nicht. So, haben wir denn irgendwas, was wir zerlegen können? Ja, wir können auch einiges rausschmeißen. Rohre kann ich mir auch wieder herstellen. Das ist alles kein Problem. Verband brauchen wir erstmal nicht. Wir haben 52 Eisenerz im Moment dabei.
Da geht noch ein bisschen was. So. Ausdauer weg. Nächstes Häuschen. So, mal schauen, was im Auto ist. Aber, naja. Wirklich was Sinnvolles. Halt, Stühlchen nehmen wir mit. Stühlchen. Und dann ab ins Häuschen. So, leider meine Ausdauer ist ein bisschen weg. Ah, wir haben jetzt wieder minus 23 Grad und ich bin halt auch noch nass. Boah, das können jetzt... Wobei, wir pendeln uns gerade bei 8 Grad ein. Wäre schön, wenn die 8 Grad hält. Nee, das sah aus wie so eine dicke Lady. Es ist allerdings nur ein Müllhaufen. Augen auf im Straßenverkehr. So. Wir looten. Stühle gerne. Eine sinnvolle Ranch, also eine bessere als 171er würde ich auch noch nehmen. Muss allerdings nicht sein, wir haben noch eine, nämlich zu Hause liegen. Eine 101er, glaube ich. Die ist auch nicht ganz so verkehrt. Ah, was zu essen. Was zu essen ist immer gut. Dann er hier eigentlich dabei. Gar nichts, okay. Bücherregal, Minibike, Pade. Boah, das Leder von den von der Couch würde ich auch noch mitnehmen. Ah, hier ist so eine dicke. Ist so, irgendwo ist hier eine normalerweise in so einem Haus. Wieder durch den Kopf, ist klar. So. Ruhe im Karton. Oh, eine Spitzhacke. Allerdings eine schlechtere als wir haben. Deswegen leider nicht ganz so lohnenswert. Ich finde relativ viele Kochtöpfe hier. Ich hatte auch schon das Problem, dass ich nämlich ewig keinen Kochtopf gefunden habe. Aber hier gibt es relativ viele. So, wir nehmen das Leder noch mit. Okay, dann war es das allerdings hiervon. Wir können jetzt noch auf den einen oder anderen Ressourcenstein einschlagen, aber die Temperatur fällt. Boah, die Temperatur fällt extrem. Na okay, den Stein hier nehmen wir noch mit. Aber dann geht's erstmal wieder zurück nach Hause, Loot abgeben und Metall abgeben. Dann haben wir schon, ja, Tag 3 haben wir im Moment. Dann ist schon Tag 4. Wir müssen uns dann auch so langsam aber sicher auf die Horde vorbereiten. Das heißt, den einen oder anderen Spike auf jeden Fall noch herstellen. Wir haben mal das Problem, dass wir nass sind zu 50% im Moment. Habe ich denn noch Platz? Ja, wir haben noch Platz. Wir nehmen hier mal die Klimaanlage schon mal auseinander, glaube ich. Aber das können wir einschmelzen, das können wir zerstören, das können wir zerstören. Wir kriegen A, Metall, B, Mechanical Parts. 2 Stück sogar schon. Die wir letztendlich brauchen, um uns eine Werkbank herzustellen. 3 Stück. Läuft. Wieso brauchen wir denn für die Werkbank? Um unsere Dinge zusammenzulegen. Na gut, 20 Stück, okay. Ranch haben wir, Clownhammer können wir uns jetzt noch herstellen. Den werden wir uns auch herstellen. Wollte ich nur noch nicht herstellen, da er auch ein bisschen was an geschmiedetes Metall kostet, was wir momentan nicht in rauen Mengen haben, leider. Deswegen müssen wir da noch etwas Vorsicht walten lassen im Moment. Ah, es hat sich gelohnt. So, wir sind Level 8. Level 10 werden... Nee, in der Garage war ich nicht. Okay, Garage werden wir noch mitnehmen. So, wir haben 0 Grad. Ja, die Temperatur fällt leider weiter. Wir müssen uns relativ beeilen. Ich möchte hier keine Erfrierung haben. Erfrierung wäre nämlich ganz doof. Na, wo denn? Ah, da hinten. Bergbauwerkzeuge Stufe 7. Sehr schön. Was stellst denn du an? So, oben liegt hoffentlich keiner. Na, da ist noch eine dicke Lady. Waschmaschine. Oh, der war mal ein schöner Schuss. Oh, Bier. Bier. Zerlegen. Bier ist gut. So, wir müssen uns auf den Rückweg begeben. Auch wenn wir jetzt gerade wieder in der Gradzahl ein bisschen gestiegen sind, lag darin, dass wir eben ein Dach über dem Kopf hatten.
Den ignorieren wir erstmal. Wir müssen unser Haus auch noch sichern. Da ist nämlich schon Holzfäller-Zombie einfach mal so schnell durch die Tür gebrochen. Ist da ein bisschen doof gelaufen, aber naja. So, wir sammeln erstmal alles, was wir haben hier drin. Beziehungsweise alles, was wir nicht brauchen. Ja, das schließt erstmal das ganze Zeug hier auch mit ein. Wir haben noch 150 Pfeile, das heißt, das Zeug muss ich auch nicht mitnehmen. So, und bevor der uns irgendwie was zerstört, locken wir ihn lieber einmal von unserer Basis weg und töten den so. Ah, das Problem an denen halt, die halten wirklich extrem viel aus und man braucht da extrem viele Fleisch! Fleisch! Ein Fleischlieferant! Sehr schön! Das ist sehr gut. Ich brauche nämlich ganz dringend Fleisch für Essen. Also Wolf kann ruhig noch einer kommen. Habe ich kein Problem damit, solange sie einzeln kommen und nicht als Horde kommen. Ist das ganz nett, das Ganze. So. Legen das Ganze zurück. Da ist doch noch einer, oder? Ja, da ist noch einer. Ah, das ist schon die... Ist es schon die Hundehorde? Da ist noch einer. Das ist schon die Hundehorde. Gott sei Dank haben sie die Hundehorde ein bisschen gefixt, glaube ich. Na. So, Treffer. Fleischlieferanten 1A. Sehr schön. So, zerlegen. So, dann nehmen wir den letzten Hund logischerweise auch noch mit. Denn wenn ich schon mal an Fleisch rankomme, so einfach, sage ich dazu nicht nein. Wo ist denn der Hund hin? Da ist er. Hallo. My friend. Boah, das war nichts. Treffer. Treffer. Volltreffer. Oh, die haben eine neue Sterbeanimation gekriegt sogar. Oh, ich muss sagen, die Alpha 16.4 gefällt mir um einiges besser als die 16.2. Normalerweise wäre ich nämlich dank der Hundehorde bereits tot. Denn die ist grundsätzlich in mir drin gespawnt oder 1 cm neben mir gespawnt. Oh, 24 Fleisch und Knochen. Und das ist sehr nett, dass sie die Hundehorde vorbeigeschickt haben. Da ist noch einer. Ja, pff. Solange es sich anbietet und wir hier Fleisch kriegen, nehmen wir das dementsprechend auch mit. Wo willst denn du hin? Oh, das war allerdings eine recht starke Hundehorde. Vier Wölfe? Ist jetzt nicht so schwach. Gut, dafür waren sie, ja, nicht aggro auf mich. Doch schon mal was. Okay, das Fleisch bringen wir jetzt noch weg. Ich hoffe, das war's jetzt allerdings. Also so langsam reicht's. Wir haben genug Fleisch. Wir haben allerdings auch nämlich sehr viele Eier. Das ist sehr praktisch. Das heißt, ich kann in meinem Wohlbefinden relativ schnell steigen. So, Pfeile haben wir auch noch genug. 126 Pfeile. Das passt auf jeden Fall. So, wir nehmen... Ja, was machen wir überhaupt? Auto auseinandernehmen wäre eine Option. Ins Diner reingehen wäre auch eine Option. Hier drin waren wir schon. Zoe Saloon. Wir nehmen uns... Na komm, wir nehmen uns das hier vor. Zwar looten wir einmal alles, was irgendwie nur geht. Auto nehmen wir auch auseinander, denn ich bräuchte sowieso die Electrical und Mechanical Parts, die ich hier nämlich hier auch rauskriege. Da haben wir schon eins. Und natürlich, wenn ich einen Motor oder sowas kriege, wäre ich jetzt auch nicht böse. Aber wir schauen mal ganz kurz, wie sieht es denn überhaupt aus mit Plündern? Qualitätsschuld. Plünderungsstufe 20. Wir sind da Stufe 10. Okay, das lohnt sich noch nicht ansatzweise. Dann machen wir erstmal so weiter. So, allerdings Autos nur in der Stufe, denn, ja, so wichtig sind die jetzt noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf die Stufe bringen und dann die Stufe noch abarbeiten. Lohnt sich einfach im Moment noch nicht. Aber auf die Tür gehauen und das Open-Schild leuchtet? What the hell? Okay, allerdings, für diese Folge war es das Ganze erstmal wieder. Mit diesem grandiosen Kill beenden wir die Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.